Hallo alle zusammen. Sehen Sie, wie Sie mit Hetman Raid Recovery Daten von einem Raid Array wiederherstellen können. Wir werden das vom Adaptes SR 6805 der Controller erstellte Raid 0 Stripe wiederherstellen und Daten von einem beschädigten Raid erhalten. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Obwohl Raid die Speicherzuverlässigkeit verbessert, ist es immer noch keine Garantie gegen Datenverlust. Die Praxis zeigt, dass im Falle eines Controller- oder Festplattenausfalls, bei dem man sich ganz auf die Zuverlässigkeit der Arrays verlässt und sich nicht um die rechtzeitige Sicherung kümmert, die Gefahr besteht, dass eines Tages Daten verloren gehen, die so zuverlässig auf RAID gespeichert sind. Die Wahrscheinlichkeit eines Datenverlusts kann durch regelmäßige Überwachung des Zustands des Arrays verringert werden. Aber die Wahrscheinlichkeit eines Datenverlusts lässt sich auf diese Weise nicht vollständig reduzieren. Es besteht immer das Risiko, Informationen zu verlieren. Aber es ist eine gute Sache, dass es heutzutage Software gibt, die Ihnen helfen kann, verlorene Daten wiederherzustellen. Mit Hetman Raid Recovery können Sie Daten von nicht funktionierenden Raid Arrays oder Laufwerken, die Teil davon waren, wiederherstellen. Das Dienstprogramm liest alle Informationen aus dem System über den Controller, die Hauptplatine oder die Software, auf der das Laufwerk-Array erstellt wurde. Es hat die Fähigkeit, ein zerstörtes RAID wiederherzustellen und ermöglicht es, wichtige Informationen davon zu kopieren. Betrachten wir zunächst die Gründe, warum RAID ausfallen könnte. Die häufigste Ursache für den Ausfall von diesem Array ist die Verlässlichkeit von Systemadministratoren. Der vorzeitige Austausch eines ausgefallenen Laufwerks kann zum Verlust wichtiger Informationen in der Zukunft führen. HDD und CDD-Festplatten haben eine begrenzte Lebensdauer. Bei den meisten RAID-Arrays führt der Ausfall von einer oder zwei Festplatten zum Verlust aller Informationen von allen Festplatten im System. Wenn eines der Laufwerke ausfällt, ist am besten, Ihre kritischen Daten sofort zu sichern und das Array durch den Austausch eines der Laufwerke zu ersetzen. Es ist sehr wichtig, vor Beginn des Austauschs ein Backup zu erstellen, da während der Zeit des Laufwerkaustauschs ein Fehler auftreten kann, der Wiederherstellungsprozess hängen bleibt und nichts anderes übrig bleibt, als das System neu zu starten. Zufälliges Neustellen des Arrays statt Wiederherstellen anschließend der Festplatten in der falschen Reihenfolge, falsche Initialisierung, all dies führt zu Informationsverlust. Es gibt viele andere Ursachen von RAID-Beschädigungen. Ausfall des Controllers, des Motherboards, Absturz des Betriebssystems, Virenabfall, System- oder Hardware-Upgrades und so weiter. All dies führt zum Verlust von Informationen und der Notwendigkeit, diese wiederherzustellen. Bevor Sie irgendwelche Maßnahmen ergreifen, sollten Sie wissen, was Sie nicht tun sollten, um die Daten endgültig zu verlieren. Erstellen Sie kein Array aus alten Laufwerken neu, in der Hoffnung, dass es startet und funktioniert. Alle Daten, die nicht wiederhergestellt werden können, können dabei vernichtet werden. Führen Sie keine Initialisierung, Chipdisk und ähnliche Aktionen durch.
Und denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie Informationen verlieren, das Schreiben auf Laufwerke ablehnen sollten, da Ihre Daten möglicherweise mit neuen Informationen überschrieben werden. Es ist besser, einen Spezialisten zu konsultieren, bevor mit einem ausgefallenen RAID gearbeitet wird. Heute gibt es etwa 15 RAID-Typen oder vielleicht noch mehr, wenn Sie ältere Typen in Betracht ziehen. Von allen Konfigurationen sind die gebräuchlichsten RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 und RAID 6. Hetman RAID Recovery unterstützt Festplattenarrays, die mit Betriebssystemen oder Motherboards sowie Controllern und externen Speichern verschiedener Hersteller erstellen werden. Alle vom Programm unterstützten RAID-Typen sind jetzt auf dem Bildschirm zu sehen. Die RAID-Datenwiederherstellung unterscheidet sich vom Standard-Datenwiederherstellungsverfahren, da die RAID-Speicherarchitektur eine einzigartige und ausgeklügelte Methode zum Speichern und Abrufen von Daten verwendet. Mit Hilfe des Programms wird dieses Anlaufen auch unerfahrenen Benutzern zur Verfügung stehen, da das Dienstprogramm die Funktion der automatischen Bestimmung der Konfiguration eines beschädigten RAID-Arrays hat. Das Dienstprogramm sammelt alle möglichen Informationen aus dem System und den angeschlossenen Datenträgern und zeigt dem Benutzer die automatisch gesammelten Arrays sofort beim Start des Programms an. In den meisten Fällen erstellt das Programm das RAID sehr schnell neu und bietet an, die darauf gefundenen Partitionen zu analysieren, um die Daten zu speichern. Um Daten von RAID-Laufwerken wiederherzustellen, ist es sehr nützlich, professionelle Wiederherstellungssoftware zu wählen. Der Datenwiederherstellungsassistent Hetman RAID Recovery kann Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten von jeder RAID-Festplatte helfen, wenn Ihr System diese erkennen kann. In unserem Fall wurde ein RAID 0-Array erstellt, das von Controller Adapters ACR 6505T zusammengestellt wurde und aus zwei Festplatten besteht. Darauf befinden sich einige Daten, einige Ordner mit Foto- und Videodateien. Wir werden den Fall einer Beschädigung des Controllers simulieren. Wir verbinden sie direkt mit dem Computer unter dem Betriebssystem Windows 10. Das System sieht diese Laufwerke als RAIDs und wenn Sie versuchen, das Laufwerk zu öffnen, erscheint die Meldung Location not available, Speicherort nicht verfügbar. Und Sie müssen sie formatieren, um auf sie zugreifen zu können. In diesem Fall werden wir ein RAID-Datenwiederherstellungssystemprogramm verwenden. Laden Sie Hetman RAID Recovery Software herunter, installieren Sie sie und führen Sie sie aus. Öffnen Sie die registerkarte Laufwerkmanager. Hier haben Sie RAID Arrays. Wählen Sie Ihr RAID aus der Liste aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Öffnen. Versuchen Sie zunächst einen Schnellscan durchzuführen. Wenn die Struktur nicht beschädigt ist, wird dies ausreichen. Wenn das Programm als Ergebnis eines Schnellscans die Dateien nicht gefunden hat, führen Sie einige vollständige Analysen durch. Wenn der Prozess angeschlossen ist, zeigt das Programm die Ergebnisse auf der rechten Seite des Fensters an.
Das Programm hat alle Dateien gefunden, die auf den Datenträgern verblieben sind und diejenigen, die gelöscht wurden. Es bleibt nur noch, sie auf einen anderen Datenträger zu speichern. Wenn das Programm Ihr RAID nicht automatisch erkennt, verwenden Sie einen RAID-Konstruktor. Es stellen mehrere Modi zur Verfügung, damit Sie den RAID-Typ schneller bestimmen können. Wenn das Programm Ihr RAID-Typ automatisch erkannt hat, wählen Sie ihn aus dieser Liste aus und klicken Sie auf Weiter. Überprüfen Sie die Korrektheit bestimmter Parameter der Arrays und wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf Hinzufügen. Wenn Ihr Array nicht in dieser Liste enthalten ist, stellen Sie es mit einem der drei hier verfügbaren Modi zusammen. Der erste Modus ist automatisch. Hier fordert Sie das Programm auf, die Anzahl der Laufwerke anzugeben, aus denen Ihr RAID bestand. Wählen Sie diese Platten direkt darunter aus, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen markieren und auf Weiter klicken. Das Programm startet eine automatische Suche aller möglichen Konfigurationen. Sie müssen nur die gewünschte Konfiguration aus dieser Liste auswählen und auf Hinzufügen klicken. Danach wird das RAID Array in der Laufwerk-Manager-Liste erscheinen. Jetzt müssen Sie sie nur noch analysieren und verlorene Daten wiederherstellen. Der nächste Weg, ein RAID Array hinzufügen, ist die Suche nach Hersteller. Das Programm umfasst Kombinationen von möglichen Arrays gängiger Controller-Hersteller sowie Software- oder kombinierte RAID-Systeme. Hier sollten Sie den Hersteller des Controllers, aus dem das RAID erstellt wurde, und den Typ des Arrays angeben. Wenn Sie die Größe des Blocks des markierten Festplattenlaufwerks kennen, gehen Sie sie durch Ankreuzen des entsprechenden Kontrollkästchen an, dies beschleunigt den Suchvorgang. Nachdem Sie alle bekannten Informationen über das Array angegeben haben, klicken Sie auf Weiter. Geben Sie die Anzahl der Festplatten an, aus denen Sie Ihr RAID zusammensetzen, wählen Sie dann diese Festplatten unten aus und klicken Sie auf Weiter. Das Programm beginnt mit der Suche nach möglichen Konfigurationen und zeigt diese im nächsten Fenster an. Wählen Sie die entsprechende Konfiguration und klicken Sie auf Hinzufügen. Das RAID Array erscheint in der Liste der Laufwerke. Im manuellen RAID-Aufbaumodus können Sie ein Array mit beliebigen Konfigurationen erstellen. Diese Methode eignet sich für fortgeschrittene Benutzer. Hier benötigen Sie detaillierte Informationen über das RAID Array. Beim Schreiben von Daten auf RAID Arrays werden die Informationen in Blöcke zerlegt und auf verschiedene Laufwerke geschrieben, aus denen das Array besteht. Im manuellen Modus fordert Sie das Programm also auf, die Anzahl der Laufwerke, aus denen Ihr RAID bestand, die Blockgröße und andere wichtige Informationen anzugeben. Geben Sie den Typ des RAIDs und die Blockgröße an, fügen Sie Festplatten hinzu, die aus RAID bestanden, und geben Sie deren Reihenfolge an.
Um die Reifenfolge der Laufwerke zu ändern, markieren Sie die gewünschten Laufwerke und verschieben Sie sich mit den Schleifen nach oben oder unten. Wenn Sie diese Informationen nicht kennen, ist es am besten, eine der vorherigen Methoden zum Hinzufügen eines Arrays zu verwenden. Aber wenn Sie alle Informationen über das Array haben, wird es den Prozess der Suche und Wiederherstellens der Daten beschleunigen. Sie können hier auch den Schieber und die Festplattengröße angeben. Nachdem Sie alle bekannten Parameter angegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen. Dann beginnen wir mit dem Scannen der Festplatte und wenn die Analyse angeschlossen ist, gehen wir in das Verzeichnis, in dem die verlorenen Informationen gespeichert waren. In Hetman Rate Recovery steht ein Datenvorschau-Modus zur Verfügung, der es Ihnen ermöglicht, sich mit dem Inhalt von Dateien vertraut zu machen und Informationen in das beschädigte Array zu schreiben. Markieren Sie die Dateien, die zurückgegeben werden sollen, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie an, wo die Dateien gespeichert werden sollen, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wenn der Prozess angeschlossen ist, liegen die verlorenen Daten im angegebenen Ordner. Neben Arrays, die mit Hilfe von Controller, Motherboards und externen Speichern erstellt wurden, kann das Programm auch Daten von RAID-Arrays wiederherstellen, die mit Hilfe von Windows, Mac, Linux und Unix-Betriebssystemen erstellt wurden. Wie Sie sehen können, ist das Programm recht einfach und intuitiv. Wenn Sie ein grundlegendes Verständnis Ihrer RAID haben, können Sie Daten von diesen Laufwerken leicht wiederherstellen. Es spielt keine Rolle, wie viele ganze Laufwerke von Ihrem RAID übrig bleiben und wie viele überschrieben werden. Das Programm wird die verbleibenden Laufwerke vollständig analysieren und versuchen, ein Array aus ihnen aufzubauen. Beim Aufbau und bei der Suche nach Informationen werden die fehlenden Daten durch Nullen ersetzt. Und das Programm versucht, den Rest der Informationen von den Laufwerken zu holen und an den Benutzer zurückzugeben. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.